Brenngranate. Oh, scheiße, scheiße, geh weg. Hey Freunde, hier habt ihr eine Granate. Oh, ich glaube, ich sollte mich mal zu dir begeben. Mal da hinter deinem Schild weg. Oh, kann er mal aufhören mit seiner Scheiße da zu schmeißen? Okay, so viel zu dem Thema. Gewehrmunition. Können wir immer gebrauchen. Hast du alles unter Kontrolle? Ja, ich bin fertig. Wie komme ich denn nach? Die Richtung muss ich laufen, um zu dir zu kommen. Bogenschütze! Das darf nicht wahr sein. Jetzt mäht da jemand Rasen draußen. Ich fasse es nicht. Hört man aber nicht. Das ist meine Nachbarin. Die macht sonst nie was. Was fällt Warum mäht die? Was fällt Warum mäht die jetzt den Rasen, ey? Das Einzige, was ich von der meistens höre, ist, ja, Erwachsenengeräusche. Mhm. Interessant. Oh, guck mal, Menschens. Den werfe ich doch mal eine Granate. Ah, ich habe keine mehr. Dann gibt's halt ein bisschen Schrot ins Gesicht. Hallo. Du kriegst Schrot. Du kriegst Schrot. Ihr kriegt alle Schrot. Du kriegst noch ein Messer. Das müsste gereicht haben eigentlich. Du. Kaputt. Pistolenmunition. Ich brauch welche. Okay, dann nimm du die mit. Lass dir einfach das Geld da liegen. Das habe ich gar nicht gesehen. ich gehe mal davon aus, du hast hier unten soweit alles geregelt. Mhm. Dann können wir ja nach oben. Wir müssen ja wieder nach oben. Ah, guck an. Nachbarn sind schon wieder fertig mit Rasenmähen. Vielleicht war der Rasen doch zu nass. Ein rotes Kraut. Ich nehm's mit. Oh. Ach man, warum kann man das jetzt nicht damit kombinieren? Sie hat nur Pause gemacht. War ja auch echt ein falscher Knopf. Brauchst du, hast du Platz? Brauchst du Platz? Okay. Moment. Come on! So. Ja, hier. Ups. Come on! Come on! Hier hinten war noch. Come on! Hier hinten war noch so ein Grab. Chris, hurry up. Ja! Ja! Was da drin ist. Mehr Gold und ein Schatz. Hart am Looten, ey. Darf ich sie looten, während sie bluten? So, was haben wir hier noch? Das war eigentlich ganz witzig. Ich bin zuerst in den Raum hier rein und habe dann festgestellt, dass da ein Loch in der Wand ist. Moment. Wo ich mal eine Granate rübergeworfen. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt links von dir aus gesehen. Noch ein grünes Kraut. Ach stimmt, das habe ich da auch liegen lassen, weil ich es nicht mitnehmen konnte. So, ich glaube, wir müssen da vorne hin. Da ist noch eine Schatzkiste. Also, warst du? Wohl eher. Achso, hier ist die kaputte Brücke, okay. Wohl eher ein Grab oder sowas. Das sieht schon witzig aus, wie die sie abmüht. Mach schon. Oh, es ist leer. Oh nein. Oh, wir müssen landen. Ich hab's nicht gedrückt. Oh, Spinne! Gehst du weg? Du auch. Messer! Binnen! Ja, kehrt schon. Hilfe. Wie macht man denn diese schnelle Drehung nochmal? X drücken und nach unten. Ich wollte da jetzt noch looten. Was fällt euch ein? Was fällt dir ein, da runterzuhüpfen? Ja, Schulterschuss, tut weh. Ne?
In die andere. Oh Mann, ey. Hier wird's ganz schön warm und hell und. Nein. Gehst du weg? Stehst du bei mir? Ja, ich stehe. Neben dir. Ich will meine ganze Pistolenmunition nicht hier ballern, nur für ein paar Spinnen. Na komm. Dicker! Ich hätte mir ja gerne ein Messer irgendwie. Im Kopf. Nee, ich bin nicht. Jetzt liegt er da vorne. Schnell. Messer? Nee, du sollst den auf. Nicht Pistolenmunition mitnehmen, warte. Jetzt aber. Gib's ihm. Ins Gesicht. Da, Musik aus. Das war eine sehr ätzende Stelle. Magnum-Munition. Was haben wir denn hier in der Kiste? Ein grüner. Da ist ein Trilliant. Sehr schön. Dann gucke ich mal in der anderen Richtung in der Kiste. Da haben wir. Oh. Einen Saphir-Trillianten. Was ist denn bitte ein Trilliant? Oh, hier ist ja noch eine Kiste. Da ist bestimmt. Wir hatten jetzt einen Rubin, Saphir. Das wird gelbes. Ne? Ein Trilliant. Ein Rubin. Ein Rubin-Trilliant. So, da vorne stehen Heinis mit Schildern. Ich will ja jetzt nicht angeben, aber ich habe ein Scharfschützengewehr mit. Ach, und ein Bogenschütze steht da auch. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt bewegen sie sich. Das Bewegen ist ganz blöd. Bewegen ist ganz uncool. Nein. Ja, jetzt habe ich das Schild getroffen. Bam. Oh, nett. Kopfschuss. Läuft noch, aber Kopfschuss. So, jetzt noch hier. Na, den sehe ich nicht. Packen wir noch mal die Schrotflinte wieder aus. Kann ich da irgendwie was ausrüsten? Nö. Was ist das denn? Achso, Moment. Das könntest du vielleicht gebrauchen. Sehr, sehr gut. Ich guck mal, ich habe hier, ich habe jetzt Gewehrmunition. Hast du ein Gewehr? Ja, habe ich mit. This was the wrong button. Ja. I think. Ja, so. Immer noch Musik. Glaub ich hier, ja, das ist der eine Mongo, der sich da hinten festgebackt hat. Das sind sogar zwei Mongos, die sich da festgebackt haben. Ich sehe nur einen. Der zweite ist direkt hinter der Statue, aber auch hinter der Mauer. Achso. Ja gut, dann wollen wir dann. Oh, da unten liegt Munition. Gehen wir doch mal runter. Ja, weil ich jetzt runtergegangen bin, glaube ich. Aber ich kann ja mal ein bisschen hier. Oh, die Munition. Verdammt. Blöd hier mit denen. Ja, komm. Greif mich doch an. Okay, einen hat's erwischt. Hab ich mit einer Granate so kaputt gemacht. Pistolenmunition liegt hier noch. Ta! Durchs Schild. Kehrtschort. Okay. Da liegt Pistolenmunition, die könntest du vielleicht noch schnell einsacken. So, dann laden wir mal schnell nach, wo es nachzuladen geht. Supi. Jetzt haben wir hier jede Menge Vasen. Du bist rechts, dann geh ich mal links. Hier gibt's ja richtig viel Cash, ey. Ja, das ist die Schrottmunition. Das ist, glaube ich, die Vorbereitung für einen finalen Kampf. Oh, Spoiler-Alarm. Ich hätte ja jetzt nicht ahnen können, hier liegt Pistolenmunition, die ich nicht verwenden kann. Ich hätte jetzt nicht ahnen können, dass hier tatsächlich, was passiert? Apropos, was passiert hier eigentlich? Ah, Kisten! Da! Ich hab mich in die Mitte gestellt. Hier gibt's so
Hier gibt es so viele Sachen zum Einsammeln. Also. Probier. Das sind ja keine Gegner, ne? Das sind nur diese komischen Kugeln. Ach nee, wir müssen ja drehen. Okay. Ach, hier liegt so viel Zeug rum, ich kann es nicht aufheben. Wollen wir mal versuchen zu drehen, was dann passiert? Ich will hier erstmal ein bisschen looten, doch. Das habe ich gerade versucht und bin fast dran verreckt. Genau. Ja, komm. No risk, no fun. Sagt man. Kommt eine Kugel. Da liegt noch, ich glaube, das ist Maschinenpistole. Munition, Maschinengewehrmunition. Auf der anderen Seite liegt, glaube ich, noch Pistole. Wann explodieren die denn? Wenn die aneinander prallen? Kurz vor, wenn sie aneinander prallen, wenn sie gegen dich prallen und kurz bevor sie stehen bleiben. Okay. Oh. Ja, hast du gut getroffen. Ne? Lauf! Ich wollte mal gerade sagen, von hinter dich kommt gerade. Hinter dich. Aber ich glaube, wir haben alles aufgesammelt. Ja. So, dann dreh mal. Gucken, was da passiert. Da geht bestimmt die Tür auf. Mit ein paar Gegners. Mit dem ersten hattest du recht. Mit dem zweiten? Ja, anscheinend nicht so, aber da würde ich sagen, da machen wir doch mal einen kleinen Sprint hin. Kugel. Noch eine Kugel. Und noch eine Kugel. Das war voll reingelaufen. Spring! Ich glaube, ich habe die Falle ausgemacht. Da war ein Timer dran. Das habe ich gesehen, die war schon so ziemlich am Zugehen und dann... Ich wäre sowieso nicht mehr reingekommen. Nee, das glaube ich auch nicht. So, ich sehe hier nichts Blaues, sondern nur eine Tür. Die müssen wir vermutlich hier oben zusammen aufmachen. Irgendwie... Ja? Der läuft komisch. Der läuft nach schräg rechts, obwohl ich genau gerade drücke. Hm. Naja. Eigenartig, aber okay. Enger Gang. Ist nicht so toll. Eine Bodenplatte auf dem Boden. Ich habe genug Indiana Jones gesehen, um zu wissen, was da passieren könnte. Rennen! Springen! Rennen! Das wird so schnell angezeigt, dass man das so schnell springen soll. Rennen! Springen! Ah. Und wieder festhalten! Das war knapp, dachte ich. Ihre Partnerin ist tot. Sie sind tot. Ich habe abwechselnd L1 und R1 gedrückt. Ich glaube, man muss aber gleichzeitig drücken nachkommen. Ich meine, ich bitte dich, das Ding ist so offensichtlich vor denen. Ja. Warum tappen die da drauf? Guck mal, das ist da. Da ist es. Ach komm, lass mal drauflaufen. Na gut, dann eben. Rennen! Und gleich kommt Springen! Und wieder rennen! Ich glaube jetzt springen! Beim nächsten Mal ist es, glaube ich. Ich werde drauf achten. Mein Arm wird lahm. Springen! Festhalten! Ich habe jetzt gleichzeitig okay, dann. Ja, ich gehe hoch. Oh nein, die Tür geht zu. Ja, da müssen wir jetzt kein Knöpfchen mehr drücken. Boah. Und Bein zermatscht. Aber dann hat man mal wieder gesehen, dass die Frau dann doch ein bisschen graziler ist als der Mann. Ja. Chris hat quasi so einen Sprung nach vorne auf den Bauch rutschend gemacht. Während Sheva dann doch so ein leicht gerollt, abgerollt ist. Mhm. Ist Hauptsache durch, ne? Okay. Was haben wir hier? Ziehen. Ja, ich komme ja schon. Wollt ihr mir helfen? Das ist aber eine lange Treppe. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Kann man rechts runterfallen? Nee. Ich möchte es nicht ausprobieren, aber du hast es anscheinend schon. Ja.